Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von meinem Kraftvoll und Erfüllt Leben Podcast. Ich bin Christine Prezelio, soziale Unternehmerin, Wirtschaftspsychologin, Autorin und Coach. Und mein Herzensanliegen ist es, euch gerade in dieser energetisch doch anspruchsvollen Zeit positive Impulse und Inspiration zu geben. Und mein heutiger Interviewgast, der hat das alles wieder in petto. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit ihm, Michael Siegler. Er ist erfolgreicher Unternehmer, Podcaster, Business- und Politik-Insider und hat wirklich direkte Kontakte zu den großen Entscheidungsträgern, Trägerinnen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. Und er lässt uns da gleich so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. In seinem Macht was Podcast spricht er mit Ihnen über die Themen, die unsere Gesellschaft bewegen, ob jetzt mit Saskia Esken, Christian Lindner, Michael Kretschmer, Roderich Kiesewetter, Sarah Wagenknecht, Gregor Gysi, Jürgen Trittin, Katja Suding und vielen weiteren der aktuellen Bundesregierung, sowie Professor Dr. Thomas Jäger, den man aktuell in der Berichterstattung viel sieht auf NTV, dann die soziale Unternehmerin und das Model Sarah Nuro, die bei uns auch schon mal Cover Story für Pure Positive war, Steffi Jones aus dem Fußballbereich, Horst Rubesch, Michael Stich, Timo Hildebrand, aber auch Jan Fleischhauer, Katja Riemann, den Chefs von Edding und Krombacher, um da nur mal so ein paar Auszüge zu nennen. Im Vordergrund steht der offene Austausch und so manche kritische Frage wird er uns gleich im Gespräch erzählen. Außerdem kennt er die Startup-Welt genau, hat die Performance Media und die Tizumi GmbH gegründet, ist der Veranstalter der Publisher Business Conference in Hamburg und durch eigene Erfahrungen und unmittelbare Einblicke seiner zahlreichen Kontakte ist er also auch ein absoluter Experte auf den Gebieten in der Medienbranche, aber natürlich Unternehmertum, Politik, Wissensaustausch. In seinem Macht was Podcast schaut er, wie sieht es hinter den Kulissen aus? Gibt es Geheimnisse, die er da vielleicht durch gezielte Gesprächsführung aufdeckt, das aktuelles Weltgeschehen. Und er erläutert mit seinen Gästen, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Das ist auch eine Frage von mir, denn ich wollte wissen, wie denn aus seiner Sicht die Gesellschaft funktioniert, wie Entscheidungen mit hoher Tragweite in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft getroffen werden, sich gesellschaftliche Gruppierungen gegenseitig beeinflussen. Er sagt ganz natürlich und ohne den Humor zu verlieren, sind diese News und Fakten gespickt, unterhaltsame Gespräche. Und er sagt, kein Thema ist vor uns sicher, arbeitet da in einem ganz tollen Team. Und dann diskutiert er das Warum und das Wieso mit seinen Gästen. Ich habe ihn gefragt, was überhaupt sein Anliegen war, wie er überhaupt dazu gekommen ist, zu dem, was er macht, was sein Vorhaben ist, die Vision dahinter, was ihm besonders am Herzen liegt, dann was seine Gedanken zu der aktuellen Zeit sind, so Stichwort Demokratie, Menschlichkeit, das Miteinander in der Gesellschaft, wie es zu seinem Statement einfach mal machen kam, wie er die aktuelle Zeit so auch sieht, wenn er mit Politikern spricht, was er da so mitnimmt, was es auch mit ihm macht, wie er an die namhaften Menschen rankommt. Das interessiert mich natürlich auch riesig, ob es da ein Geheimnis gibt, vor welchen Herausforderungen er steht, vielleicht auch, wie er die Brücken zwischen seinen ganzen Tätigkeitsfeldern hinbekommt, wie er eine positive Gesprächsatmosphäre hinbekommt. Dann wird er noch ein bisschen was über seine Startups erzählen, ob er vielleicht auch sowas wie eine Lektion gelernt hat in der Corona-Pandemie, was diese Zeit auch uns allen abverlangt hat, ob es bestimmte Themen gibt, die ihn triggern, wonach er seine Gäste aussucht. Und da natürlich als Medienexperte in der Digitalbranche habe ich noch mal ein bisschen nachgehakt, wie er das so alles angeht, handhabt, was es mit der Publisher Business Conference auf sich hat. Und dann wird es noch ein bisschen abrunden mit ein paar Details noch aus seinem Podcast zum Thema Gesellschaft und wie er die weitere Ausrichtung sieht, innenpolitisch, aber auch weltpolitisch, was er sich wünscht für die Zukunft, wie es weitergehen wird bei ihm und worauf wir uns vielleicht noch
so freuen können bei seinen ganzen politischen Einblicken. Also ganz, ganz spannend. Ich freue mich sehr, ihn zu interviewen und euch seinen Blickwinkel jetzt mal so darstellen zu können. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich jetzt mal auf der anderen Seite sitzen darf und ihn interviewen kann bei den ganzen großen Namen, die er so vom Mikrofon hat. Finde ich alles richtig spannend. Ja. Ihm liegt die Erläuterung von politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozessen sehr am Herzen, sagt er, denn Transparenz führt zu Verständnis, das wiederum die Basis für eine funktionierende, demokratische und nachhaltige Gesellschaft ist. Und wie schon gesagt, seine Gäste sind da Entscheider aus und Experten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und viele Themen, die ihm am Herzen liegen, die liegen auch mir am Herzen, eine große Schnittstelle. Deswegen freut euch, wie ich, auf das Gespräch mit Michael. Es wird doch alles hier in den Shownotes wieder verlinkt sein, wer ein bisschen mehr über seinen Podcast noch erfahren möchte und was er sonst noch so tut oder sich mit ihm austauschen, verbinden möchte, der findet das alles hier, wie gesagt, in den Shownotes und in der Beschreibung. Ja, und jetzt viel Freude, wunderbare Impulse und Inspiration in der neuen Podcast-Folge. Viel Spaß mit Michael Siegler. Hallo lieber Michael, ganz herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich riesig, dass ich heute mal auf der anderen Seite sitzen darf. Du wirst uns gleich ein bisschen was berichten über deinen tollen Podcast, den du gestartet hast. Du machst ja ganz, ganz viel. Du bist Unternehmer, du bist Podcaster, du bist Business- und Politik-Insider. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass du dir heute mal die Zeit nimmst für uns und ein bisschen berichtest. Ich finde es eine wahnsinnig spannende Zeit, weltpolitisch, was da überhaupt alles passiert. Und du hast ja viele namhafte Politiker auch auf deiner Liste, aber auch Menschen aus Sport und Wirtschaft überhaupt. Da jetzt mal ein bisschen Einblick von dir zu kriegen, ja, wie du da überhaupt rankommst, woher deine Idee stammt, wie das so alles abläuft. Also kurzum, mehr von dir zu erfahren. Herzlich willkommen im heutigen Podcast bei mir. Ja, Christine, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und nach so einer sozusagen Einleitung, da stehe ich doch gern Rede und Antwort. Super, bin sehr gespannt. Wie kam es denn ursprünglich überhaupt zu der Idee mit diesem Podcast Macht was? Was ist so deine Vision dahinter, dein Vorhaben? Was liegt dir dabei besonders am Herzen? Magst du uns da vielleicht mal gleich abholen? Ja, gern. Also das Thema Podcast schwebt mir schon so ein bisschen länger vor, aber wie das immer so ist, man hat so viele Sachen zu tun und ein neues Projekt zu starten, dafür braucht man ja auch ein bisschen Zeit und Energie. Und Zuge der Corona-Krise sozusagen sind mir ein, zwei Projekte weggefallen aus dem Veranstaltungsbereich, die ich dann nicht umsetzen konnte. Und dann habe ich mich halt gefragt, was kann ich Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen? Einen Podcast wollte ich schon immer mal machen. Es gibt halt viele Themen, die mich auch interessieren, insbesondere halt auch Politik und Wirtschaft. Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich doch einfach mal einen Podcast zu den Themen. Und ehrlicherweise, so eine ganz, ganz große Vision stand da nicht dahinter. Mir war halt schon wichtig, mit Entscheidern zu sprechen, Entscheiderinnen, also Leute, die ein Stück weit auch Macht haben, in welcher Form auch immer, um mit denen gemeinsam so ein Stück weit auch hinter die Kulissen zu schauen und das dann wiederum auch Hörerinnen und Hörern zugänglich zu machen, weil ich glaube, dass wir reden ja in unserer Gesellschaft, wie man so schön sagt, ganz viel übereinander, aber gar nicht so viel miteinander. Und da dachte ich mir, mit dem Podcast kann man vielleicht ein bisschen was tun, vielleicht so ein klitzekleines bisschen gesellschaftliches Engagement auch zeigen. Und dann habe ich losgelegt und einfach mal die ersten Gäste gefragt, ob sie nicht vor mein Mikro kommen wollen würden. Ja, klasse. Und ich habe bei dir schon ein bisschen geguckt und auch gehört, da war ja kürzlich Christian Lindner dabei, Roderich Kiesewetter, Luise Amtsberg, Katja Suding, Philipp Amthor. Da lässt du auch keine Frage offen, ne? Wie du selber sagst. Und
die aktuelle Zeit ist ja nun sehr davon geprägt, dass die Leute gucken, ja, welche Entscheidungen und Statements kommen da gerade so aus der Politik. Magst du uns da vielleicht auch mal kurz erzählen, was dich so in der ja, nahen Vergangenheit so besonders ja, geprägt hat, beeindruckt hat, woran du oft noch zurückdenkst? So? Gibt es da ein bestimmtes Statement oder eine bestimmte Person? Also die Personen waren schon in der, ja, die allermeisten von denen waren schon durchaus auf die eine oder andere Art beeindruckend. Also es war schon sehr spannend, sich mit denen auszutauschen. Mhm. Und wenn man ganz ehrlich ist, sind wir ja so ein bisschen gerade auch gesellschaftlich auch über mehrere Jahre jetzt schon im Krisenmodus. Mhm. Und ein Thema, von dem ich glaube, dass es wichtig ist, ist halt zu erläutern, wie kommen Entscheidungen zustande, die insbesondere auf politischer Ebene getroffen werden, aber auch in Unternehmen, die Geschäftsführer oder Unternehmer treffen, weil sehr viele Menschen damit berühren. Und mein Gefühl ist, dass Menschen durchaus mit auch schwierigen Entscheidungen klarkommen, wenn sie sich auch ein Stück weit abgeholt fühlen und wenn die Entscheidungsfindung auch zumindest erläutert wird. Und da habe ich versucht. Transparenz dann. Genau. Dass es halt einfach ein Stück weit eine Transparenz gibt, dass es halt nicht sozusagen die da oben und die da unten sind, die da oben entscheiden und die da unten müssen es irgendwie ausführen oder müssen darunter leiden oder wie auch immer, sondern dass es da eine gewisse Transparenz und einfach auch Kommunikation gibt. Mhm. Und da habe ich versucht, so ein Stück weit auch reinzugehen mit dem Podcast und habe da tatsächlich sehr viele beeindruckende Gespräche geführt, habe sehr spannende Leute kennengelernt und natürlich bin ich dann auch in den Augen, insbesondere der Politiker, Politikerin, die du gerade geschildert hast, auch einer von vielen Medienvertretern, mhm. ja, mit denen sie sich dann halt irgendwie auseinandersetzen, aber das persönliche Gespräch ist schon noch mal ein Tick auch anders, als wenn man in der Tagesschau einen Politiker mal für 30 Sekunden hört. Ja, also mehr so dieses auf Augenhöhe. Ne? Wir kommen ja gleich noch ein bisschen so tiefer auch darauf zu sprechen, wie du die Atmosphäre schaffst, wie du überhaupt da die Fragen stellst und so. Aber da hat man schon das Gefühl, die sind dann so auf Augenhöhe. Also man erlebt die greifbarer und nicht so unnahbar, wie du das eben so angedeutet hast, ne? Dass über die berichtet wird oder dass man die irgendwie mit so einem Statement, man sieht ein paar Sekunden und dann sind die auch schon wieder weg. Also das ist immer sehr, sehr angenehm, dir dazu zu hören. Das fühlt sich immer sehr nah an. Also das finde ich richtig toll, wie du da auch die Gespräche führst. Ja, das ist, muss ich wahrscheinlich sagen, dass da nicht nur die Ehre mir gebührt, quasi als Interviewendem sozusagen, sondern das Medium Podcast eignet sich auch einfach für eine, ich sag mal, gute Gesprächsatmosphäre. Mhm. Politiker, die da sind, haben halt Zeit, auch ihre Themen ein bisschen ausführlicher darzustellen. Sie können in Ruhe antworten, mhm. Auch wenn ich natürlich versuche, so dieses den typischen Politikerschnack irgendwie dann nicht da zu haben, aber letztendlich geht es halt nicht darum, wie in einer, ich sag mal, Sonntagabend-Talkshow für einen Politiker, wo er seine 30 Sekunden Airtime quasi hart erkämpfen muss in der Runde. Ja. Das ist in einem Podcast halt anders und ehrlicherweise ja nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen guten Podcasts, so, dass sie dann auch einfach ein Stück weit Einblick geben können, wie sind sie zu Entscheidungen gekommen, die sie getroffen haben. Also so ein irgendwie heute gar nicht mehr so präsentes Thema ist, wie hat Christian Lindner und sein Team, wie haben die entschieden, 2017 die Jamaika-Koalitionsverhandlungen platzen zu lassen? Warum und wieso? Ja. Und hinterher gab es dafür viel Kritik. Da habe ich zum Beispiel mit ihm drüber gesprochen. Mhm. Das hat mich halt nochmal interessiert. Mhm. Und das ist dann schon nochmal anders, wenn er da auch mal 5 Minuten hat, drüber zu reden, als wenn er in einem Zwei-Satz-Statement in einer Talkshow darauf reagieren muss. Ja, ja. Und wo man will ja da keine Namen jetzt nennen, aber man hat bestimmt auch gewisse jetzt gerade vor Augen oder im Kopf, wo da Journalisten häufig auch pieksen wollen, ne? Oder die irgendwie in die Enge drängen wollen,
um da irgendwie eine Antwort vielleicht zu erhaschen. Und wenn die da so bei dir vielleicht eine Möglichkeit haben, das Menschliche auch oder ein bisschen, ne, wie du eben gesagt hast, ein bisschen offener und weiter auszuholen und die Möglichkeit haben, da so drüber zu sprechen, zu erläutern, dann ist das sicherlich auch ja, dankbar angenommen bisher so, oder? Ja, das glaube ich, kommt auch bei meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen ganz gut an. Jetzt ist es allerdings nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt so eine Kuschelatmosphäre schaffen, weil das wäre ja ein Stück weit dann auch so Hofberichterstattung. Ja, ja. Das möchte ich schon auch vermeiden. Ich versuche aber, Fragen zu stellen, wie sie, ich sag mal, der typische Bürger oder Bürgerin auf der Straße auch stellen würde und dann in einen Gesprächsmodus zu kommen. Und ein Gespräch kann man ja durchaus auch führen, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und das versuche ich dann halt hinzubekommen. Konstruktiv dann, und ja. Ich bin an der einen oder anderen Stelle oft auch nicht unbedingt der Meinung meiner Gesprächspartner. Das merkt man sicherlich auch, aber in erster Linie möchte ich halt Erkenntnisse für die Hörerinnen und Hörer liefern und nicht unbedingt jetzt auch meine persönliche politische Position dann da durchbringen an der Stelle. Und ich glaube, dass das prinzipiell schon dazu führt, dass Gäste sich wohlfühlen in dem Podcast und ja, bis auf ein, zwei, drei kleinere Ausnahmen war die Gesprächsatmosphäre auch immer gut. Hakelig wird es, wenn insbesondere Politiker im Wahlkampf sind und dann das Gefühl haben, dass ich sie irgendwie aufs Glatteis führen möchte oder irgendwie provozieren möchte. Das ist aber bisher noch nicht so wirklich oft vorgekommen. Bisher konnte ich meine kritischen Fragen auch so stellen, dass sie die entspannt und in Ruhe beantwortet haben. Super. Wir werden auch in den Shownotes natürlich alles hier verlinken, auch direkt zu deinem Podcast. Dann können die Zuhörer, Zuschauerinnen da auch selbst mal gucken, wer alles so dabei war und direkt auch reinhören. In unserem Vorgespräch haben wir uns darüber auch ausgetauscht, wie wichtig dir Demokratie, und du hast es eben auch bei der Einleitung gesagt, und das Miteinander sind. Vielleicht magst du da nochmal deine Gedanken teilen. So, und wie kam es zu dem Statement, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, als wir gesprochen haben, das erste Mal, einfach mal machen. Warum ist das so wichtig? Ja, ich glaube, dass das so eine zweigeteilte Thematik ist. Das eine ist halt, wir leben in einer Demokratie, was ich persönlich für die nicht perfekte, aber die aktuell beste verfügbare Gesellschaftsform halte. Und da lohnt es sich auch, diese zu pflegen und für sie zu kämpfen auch im Zweifel. Und letztendlich habe ich versucht, Leute in den Podcast zu kriegen, die in gewisser Weise Macht auch haben, sei es jetzt Politiker, über die wir jetzt schon gerade gesprochen haben, Politiker und Politikerinnen, aber ich habe auch ja zum Beispiel Geschäftsführer, Vorstände von Unternehmen im Gespräch schon gehabt und auch mit denen durchaus spannende und tiefgehende Gespräche führen können. Und auch die beeinflussen ja sowohl gesellschaftlich eine Menge als auch direkt für ihre Arbeitnehmerschaft und deren Familien eine ganze Menge. Und dieses einfach mal machen sind halt so zwei Themen. Also Macht was, also ich habe Macht oder nicht ich, aber meine Gesprächspartner haben eine gewisse Wortspiel. Macht. Auf der anderen Seite sind das auch häufig Macher und Macherinnen. Ja, also dieses, und da ist so ein bisschen der Bogen dann zu dem, einfach mal machen. Ja. Und ich glaube persönlich auch, dass unsere demokratische Gesellschaft auch ein Stück weit davon lebt, dass Menschen auch einfach mal machen können. Also sie können sich politisch engagieren, sie können sich gesellschaftlich engagieren, sie können sich wirtschaftlich engagieren. Es gibt halt keine Zwänge in dem Sinne, wie es sie vielleicht in anderen Gesellschaftsformen gibt oder auch in anderen Ländern, also in China kann man wahrscheinlich nicht einfach so mal einen Podcast machen und dann über die Politik das sagen, was man so denkt. Ja, das könnte da schwierig sein. Und sowas, das bringt es halt so ein Stück weit zusammen. Ja? Wenn wir Leute, die in gewisser Weise Macht haben oder Gestaltungsmacht, nenne ich es positiv, mit denen zu sprechen,
ist super. Und gleichzeitig sind das Macher und Macherinnen, die sich auf welchem Themenfeld auch immer dann engagieren. Ja, toll. Ja, spannend. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch mich sehr intensiv mit dem Gespräch beschäftigt, was du mit Luise Amtsberg hattest, ne, zum Thema so Menschenrechte. Und ja, aufgrund der Situation, was wir da, ne, in der Ukraine gerade erleben. Wenn du da so mit so heiklen, also über heikle Themen sprichst, was macht das auch persönlich mit dir? Schaffst du es da immer, die Distanz aufrecht zu erhalten? Machst du da, hast du da gewisse Routinen, Rituale oder gehst du da einfach locker ins Gespräch, unabhängig von dem Thema und wartest ab? So, wie können wir uns das vorstellen, wenn man wirklich heikle Themen am Wickel hat? Ja, also ich muss sagen, das letzte Gespräch jetzt mit der Luise Amtsberg, da war ja auch der Roderich Kiesewetter von der CDU dabei, also einmal die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung und auf der anderen Seite der Außen- und Sicherheitspolitiker der CDU. Mhm. Beide jetzt gerade aufgrund des Ukraine-Krieges ja auch medial präsent. Ja. Mit beiden hatte ich vorher schon auch einzelne Podcast-Folgen aufgenommen. Das heißt, ich kannte beide grundsätzlich auch, hatte mit denen auch zwischendurch mal einen Austausch und wusste halt, zumindest mal so ganz grob, wie die persönlich ticken in so einem Gespräch. Mhm. Deshalb war es jetzt nicht so, dass ich selbst da aufgeregt im Bundestag dann reinmarschiert bin und gesagt habe, um Gottes Willen, was erwartet mich jetzt hier? Ja. Aber natürlich ist die Thematik, vorsichtig formuliert, keine schöne gewesen, über die wir sprechen mussten. Und ich selbst war inhaltlich vorbereitet, war auch, ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass ich jetzt nicht irgendwie ein emotionales Gespräch führe an der Stelle, sondern schon versuche auch sachlich möglichst viele Punkte für meine Hörerinnen und Hörer abzuarbeiten. Das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Aber an der einen oder anderen Stelle haben solche Gespräche natürlich auch Überraschungsmomente. Und in dem Fall war das so, dass sowohl Regierungspartei als auch Oppositionspartei durchaus sehr konstruktiv in unserem Gespräch miteinander umgegangen sind. Das hat mich, das fand ich sehr positiv, weil das, ich glaube, dass das insgesamt ja auch wichtig ist und vielleicht hat das auch ein bisschen Abstrahleffekte. Das heißt, wenn es ernst wird, müssen wir halt miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Das haben die beiden ganz gut hinbekommen und ich glaube, die stehen natürlich stark selbst auch als Persönlichkeit da und als persönliche Abgeordnete haben sie es halt irgendwie gut hinbekommen. Ich glaube, dass sie aber ein Stück weit auch das Symbol für ihre Partei jeweils waren und dass halt auch Grüne und CDU, wenn es drauf ankommt, können die miteinander arbeiten. Ja, das ist ja schon wichtig in unserer Demokratie, dass es dann nicht nur gegeneinander geht. Das fand ich eine spannende Erfahrung, das dann sozusagen live mitzuerleben. Mhm. Und ja, am Ende, ich sag mal so, ist es nicht so, wie ich schon meinte, dass mich jetzt emotional dahin gerafft hat, aber ich bin schon auch in diesen Gesprächen oft, ja, es macht große Freude, es ist sehr, sehr, sehr spannend. Ab und zu kommt ja auch da nochmal was einfach der Gesprächsatmosphäre geschuldet ist, ja, also Politiker ist im Zweifel in einem Podcast noch mal einen Tick offener, als er vielleicht dann im Fernsehstudio ist. Und das macht dann echt große Freude. Ja, sehr schön. Danke, dass du uns da so hinter die Kulissen schauen lässt. Und jetzt mal eine Frage, die wahrscheinlich, also die mir schon bei der Einleitung so auch unter den Nägeln brannte, aber was sich andere beim Zuhören, Zuschauen jetzt bestimmt auch schon längst gefragt haben. Wie kommst du an all diese namhaften Menschen? Hast du da ein Geheimnis? Ja, wie gehst du da vor und vor welchen Herausforderungen siehst du dich vielleicht gleichzeitig aber auch hin und wieder? Das werde ich tatsächlich häufiger mal gefragt. Ja. Und ich muss gestehen, dass mir lange Zeit gar nicht so bewusst war, dass das Line-up manchmal da durchaus schon sehr gute Qualität hat, weil ich tatsächlich mir den Luxus gönne,
meine Gäste so einzuladen, dass entweder das Thema oder die Person, aber am besten noch beides, mich persönlich sehr stark interessiert. Mhm. Und deshalb geht das auch so quer durch den Gemüsegarten, was da an Gästen dabei ist. Und ich vermute, dass wenn ich, keine Ahnung, in irgendeiner Staatskanzlei anrufe und dann einen Ministerpräsidenten haben will oder im Bundestagsbüro oder aber auch in irgendwelchen Firmenzentralen, dass mein Gegenüber, auch das sind ja häufig dann auch nicht unbedingt direkt die Leute, die ich interviewen will, dass aber die zuständigen Presseleute schon auch merken, am anderen Ende ist jemand, der interessiert sich wirklich für diese Themen, der macht einfach, der spricht da mit Begeisterung von, und ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. Also das ist dann halt nicht irgendwie eine Standardanfrage, sondern das ist dann schon auch etwas sehr, ein bisschen speziell, ja, irgendwie für die. Und das generiert dann zumindest die Aufmerksamkeit. Also oft können sich dann Leute auch nach einem längeren Zeitraum noch an mich erinnern, wenn ich dann nochmal nachfrage. Und das führt dann auch dazu, dass häufig also die Top-Leute vielleicht nicht in der ersten Runde sagen, ja, nee, alles klar, also auf diese Interviewanfrage habe ich gerade gewartet, sondern dass sie dann aber vielleicht beim zweiten oder dritten Mal sagen, nee, klar, hab ich verstanden, da erinnere ich mich dran, das mache ich gern. Und mittlerweile ist es dann auch so, dass einerseits es gibt den Effekt, dass Leute wie der Roderich Giesewetter oder die Lucy Amtsberg auch ein zweites Mal wiederkommen, weil sie das Gespräch vorher irgendwie ganz spannend fanden. Mhm. Und dass die Liste der Gäste mittlerweile auch so ein Stück weit so aussieht, dass wenn jetzt, ich sag mal so, wenn ein deutscher Ministerpräsident oder seine Presseabteilung oder die Ministerpräsidentin, wenn die auf meine Gästeliste schauen, dann ist es zumindest nicht so, dass die sagen, oh, das ist ja, da spiele ich selbst ja noch drei Ligen drüber, das kann ich nicht machen, sondern es ist dann eher schon so, dass die sagen, okay, das ist irgendwie, ich sag mal so, erste Reihe deutsche Politik, da fühle ich mich wohl, das ist erste Reihe Wirtschaft, erste Reihe Sport, da passe ich irgendwie ganz gut rein und dann sagen die schon eher zu, ja, also wenn ich die ganze Zeit nur mich selber interviewt hätte, dann würden die im Zweifel da nicht Ja sagen. Ja, ja, verstehe. Aber Ministerpräsident Sachsen-Anhalt finde es, glaube ich, okay, wenn Ministerpräsident Sachsen auch da war und umgekehrt. Ja. Okay, verstehe. Also dann am Ball bleiben. Auch im Vorgespräch sagtest du, ne, die Quote so im Verhältnis muss natürlich viel, viel mehr Leute anschreiben. Das kenne ich ja durch die Magazinarbeit nun auch, als letztendlich da wirklich dann ne, bei rumkommt. Das ist halt wie bei allen Projekten. Ich glaube, dass wir. Ist immer so, wir alle uns halt häufig auch zu schnell abschrecken lassen, wenn mal was nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, man muss halt auch einfach mal ein bisschen dranbleiben. Man darf irgendwie solche Sachen nicht persönlich nehmen. Mhm. Und ich sag mal so, wenn du halt auf die großen Tiere schießt, sozusagen, musst du dir halt bewusst sein, bist ja nicht der Einzige, der die haben möchte. Bei allem, was die vielleicht irgendwie so an Maßstäben anlegen, an ihre, wie sie ihre Zeit einsetzen, muss man halt auch wissen, die haben halt auch schlicht und ergreifend wenig Zeit. Und da muss man dann einfach auch auf den Slot mal warten, dass es passt. Oder man muss dann mal ein bisschen flexibel sein. Keine Ahnung, ich habe auch schon an einem Freitagabend um 10 Uhr mal eine Podcast-Aufnahme gemacht, weil mein Gesprächspartner sagte, Mensch, ich kann nicht machen, muss aber erst die Kinder ins Bett bringen und dann können wir es machen. Ja. Ja, ansonsten ist halt schwierig. Und dann macht man es. Oder man fährt halt im Zweifel auch mal durch die halbe Republik, weil jemand sagt, ich möchte es nur persönlich machen. Und ich kann halt nur in meinem Büro sitzend das machen. Das heißt, dann muss ich halt auch los und dann fahre ich durch die Republik. Wenn man es will, dann macht man es auch. Ganz genau. Ja, ja. Okay. Also, ja. Danke. Aber es funktioniert. Ja.
Klasse, ja, wirklich toll. Ich hatte eben auch in der Einleitung erzählt, was du sonst noch machst, neben deinem Podcast. Wie schlägst du denn da die Brücke zu deinen anderen Tätigkeitsfeldern, so als Medienexperte? Wir kommen auch gleich noch ja, zu deinen unternehmerischen Tätigkeiten oder ne, was du dann in der Digitalbranche noch so machst zu sprechen. Ja. Aber wie schlägst du da die Brücke in deinem Alltag? Wie machst du das? Wie kombinierst du das alles? Vereinbarst das? Ja, also es ist tatsächlich so, dass auf den ersten Blick viele Sachen gar nicht so zu 100% zusammenpassen. Ja, also wenn so jemand macht eine Konferenz und jemand macht einen Podcast, das mag noch so halbwegs zusammenpassen, aber dann auch noch ein Digital Marketing-Startup zu gründen, ist dann nochmal wieder irgendwie was ganz anderes. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es schon so, dass, also erstmal mache ich das ja nicht alles parallel zum gleichen Zeitpunkt, sondern es sind unterschiedliche Themen, die über die letzten Jahre zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestartet wurden. Und wenn ich Themen starte, dann mache ich die auch mit einem sehr, sehr großen Engagement auf diesem Einzelthema. Aber mit ein bisschen Glück entwickeln Themen sich ja auch so, dass sie ein bisschen alleine laufen. Also eine Konferenz zum Beispiel, wenn die einmal im Jahr ist, dann hat man sicherlich ein paar Monate Vorbereitungszeit. Aber man ist jetzt, also zumindest hatte ich das Glück, ich musste jetzt nicht da das ganze Jahr über dran zu 100% drauf arbeiten. Den Vorteil hat man dann natürlich. Was man auch nicht unterschätzen sollte, sind Netzwerkeffekte, die man generiert. Also wenn du ein Digital-Marketing-Startup hast, dann hast du viel mit Medienunternehmen zu tun. Die wiederum sind dann vielleicht auf der Publisher Business Conference gern auch mal als Gast. Und weil irgendwie man Medienunternehmen als Gast hat, kommt vielleicht auch mal ein Politiker vorbei, der einen Vortrag hält auf einer Konferenz. Und dann sagt man, Mensch, wo du gerade mal hier bist, irgendwie. Oder du warst letztes Jahr bei mir auf der Konferenz, jetzt hast du nicht Lust, auch in meinem Podcast noch was zu sagen. Also ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber generell befruchten Geben sich sich doch die Themen schon auch Schnupftests. ein Stück weit Ja, selber. Und klasse. was wahrscheinlich auch hilft, ist, dass wenn man funktionierende Themen hat, dass dann Geschäftspartner, Gesprächspartner, wie auch immer, wenn man die das erste Mal trifft und die gucken dann drauf, was man so macht, dass die vielleicht sagen, okay, das kann jetzt nicht komplett schlecht sein, was mein Gegenüber da macht, weil auch wenn er jetzt meinetwegen mit dem Podcast gerade ganz frisch gestartet ist, auf den anderen Themenfeldern hat es ja funktioniert, also wird er vielleicht auch in der Lage sein, halbwegs intelligente Fragen im Fragen zu Podcast zu stellen. stellen. Ja, klasse. Wir hatten es eben auch schon mal so ein bisschen angerissen. Wie sorgst du für diese Gesprächsatmosphäre, in der auch kritische Fragen möglich sind? Also gesagt, du bist ne, nicht nur zu Bauchpinseln und Ja. sowas und ja, dass das auch nicht immer so, ja, so einfache Fragen sind. So, wie machst du Ja. das? Wie stellst du diese Gesprächsatmosphäre her? Ich glaube tatsächlich, wie angedeutet, dass auch schon bei der Gästeakquise, nenne ich es mal, ja, also beim Einladen von Gästen, dass mein Gegenüber das Gefühl haben soll, dass ich wirklich interessiert bin. Also ich würde jetzt auch, egal ob es ein Modehändler ist, den ich kritisch frage, warum er mit seinen E-Commerce-Aktivitäten noch nicht vorangekommen ist, genauso wenig wie wenn ich einen Politiker oder eine Politikerin frage zu bestimmten Themen, warum sie es so machen oder nicht andersherum. Sie sollen halt immer wissen, es interessiert mich persönlich halt auch. Ich frage nicht, um jemanden bloßzustellen. Ich frage nicht, weil ich auf der puren Suche nach der Schlagzeile bin, ja, weil Podcast funktioniert ja so nicht, sondern mich interessiert tatsächlich, warum steht ich hatte zum Beispiel den Chef von Otto mit im Podcast und mich hat tatsächlich interessiert, warum stehen die heute da, wo sie stehen? Warum gibt es einen Zalando? Haben Sie das war so eine Frage, ja, habt ihr Zalando ernst genommen oder habt ihr Zalando nicht ernst genommen? Weil warum sind die so groß geworden? Ihr hättet es doch eigentlich machen müssen als Platzhirsch. Und darüber haben wir uns ausgetauscht. Und es hat mich
tatsächlich interessiert. Warum ist das so? Und so eine Frage kann man natürlich als Kritik auffassen. Man kann aber auch sie auffassen als einen inhaltlichen Austausch. Oder ganz wichtiges Thema ist jetzt dieses Sondervermögen 100 Milliarden für die Bundeswehr. Ja. Da habe ich mich halt dann schon auch getraut und Politiker gefragt, was glaubt ihr, warum sollen die Leute da draußen euch vertrauen, dass ihr es schafft, jetzt eine Bundeswehr, die nicht fähig ist, offensichtlich ihren Aufgaben gerecht zu werden, dass ihr jetzt 100 Milliarden Euro in die Hand nehmt und dann läuft, wo ihr doch eigentlich nicht mal in der Lage seid, einen Flughafen zu bauen und nicht in der Lage seid, Impfstoff zu bestellen etc. Ja. Da bin ich dann im Zweifel auch der, ich sag mal so, kritisch interessierte Bürger, halt mal nachfragt, warum? Also wie funktioniert das? Warum macht ihr das jetzt so, wie ihr es macht? Und warum soll ich euch jetzt vertrauen, dass ihr es auch richtig macht? Und das ist dann ja es ist nicht anklagend, also es ist nicht anklagend gemeint, es ist nicht bloßstellen, sondern es ist eine inhaltliche Diskussion. Und ich sage mal so, bis auf ein, zwei Ausfälle, die es natürlich auch mal gab, sind die meisten meiner Gesprächspartner und Partnerinnen so professionell und gut, dass sie halt auch den Unterschied zwischen das ist eine inhaltlich gesteuerte Frage versus das ist jetzt einfach nur anklagend oder populistisch. Das halten die auch, oder so. Genau, das halten die schon auch auseinander und gehen dann auch darauf ein. Also ist sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl da offensichtlich gefragt, ne? Ja, das ist es Fingerspitzengefühl, es ist vielleicht auch Vorbereitung. Ich hatte mit einer Politikerin den Fall, da hatte die Presseabteilung wenig Zeit und die Politikerin selber hatte auch wenig Zeit. Das heißt, ich konnte im Vorhinein nicht erläutern, worum es mir geht und was der Charakter dieses Podcasts ist. Und da habe ich dann in den ersten 5 Minuten, ich glaube, 2 Fragen gestellt, die zumindest als kritisch interpretiert werden konnten. Und dann hat die Dame tatsächlich umgestellt auf Wahlkampfmodus und sozusagen das Wahlkampfgewehr irgendwie permanent abgefeuert. Und das war schon auch ein Podcast, wo ich dann irgendwann zwischendurch sagte, Mensch, Sie antworten mir gar nicht auf meine Fragen und das wissen Sie auch. Ja? Ja, ja. Also da war ich dann auch so, dass ich das dann irgendwann muss man dann auch sagen, so Freude, das geht jetzt so nicht weiter. Weil das bringt ja den Hörern auch nichts. Aber generell ist es eher so, dass man schon eine kritisch freundliche Atmosphäre hinkriegt. Ja, klasse. Danke. Jetzt nochmal so ein Schwenker zu deiner unternehmerischen Tätigkeit. Ja. Du hast es eben auch schon angesprochen, so kennst du auch die Startup-Szene da sehr, sehr gut, Performance Media und Tsumi GmbH hast du gegründet. Erzähl uns doch auch nochmal bitte ein bisschen was darüber. Hattest du da eine gewisse Vision oder deine Lektion aus der Pandemie, was du da vielleicht auch mitgenommen hast? Das würde mich auch nochmal interessieren. Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich habe, also wichtig dabei ist zu sagen, die Unternehmen, die ich gegründet habe, die habe ich nie alleine gegründet, sondern immer mit Kollegen zusammen und die haben signifikanten Anteil am Erfolg dieser Unternehmen. Im Zweifel haben sie sogar einen größeren Anteil als ich am Erfolg dieser Unternehmen gehabt. Deshalb da sozusagen Ehre, wem Ehre gebührt. In dem Fall bin ich da nur einer, der da quasi mitgespielt hat. Und das ist im Prinzip aber auch schon ein wichtiges Learning, zu gucken, mit wem macht man was zusammen. Also ja, bei einer Unternehmensgründung ist es natürlich wichtig, welches Produkt verkauft man, welche Organisationsstruktur wählt man, was für einen Markt bespielt man, wie sind die Wachstumschancen etc. pp. Das ist halt klar, aber ich würde fast schon sagen, das Allerwichtigste ist, mit wem geht man das zusammen hin. Das ist halt, weil so eine Unternehmensgründung ist so ein bisschen auch wie eine Ehe, nach meiner Erfahrung. Man arbeitet sehr, sehr intensiv zusammen, man arbeitet deutlich mehr, als man das in einem klassischen Job macht, zumindest in den meisten Fällen. Oft wird ja auch viel Geld investiert.
oder es wird auf viel Geld verzichtet. Ja, also bei einer Unternehmensgründung ist es dann auch häufig so, dass man sich selber erstmal kein Gehalt zahlt. Das heißt, man selber lebt von Ersparnissen, bis das Unternehmen dann anfängt, Geld zu verdienen. Das heißt, die Beziehung zueinander ist halt ist sehr eng. Man hängt sehr stark voneinander ab. Und es ist halt häufig auch sehr sensibel. Ja? Also wenn ich selber Miete zahlen muss und die Firma, die ich gerade gegründet habe, verdient kein Geld, dann ist ja der erste Ansprechpartner, den ich habe, ist mein Mitgründer oder meine Mitgründerin, die ich halt dann da an der Stelle anspreche und sage, was müssen wir ändern, was können wir mehr tun? Und das dann in einer Atmosphäre hinzubekommen, die immer positiv ist, funktioniert nur, wenn man halt mit den richtigen Leuten zusammen gründet. Also das ist so ein sehr wichtiges Learning dabei. Und da unterscheiden sich Performance Media auch nicht von Tizumi oder auch anderen Sachen. Beide Unternehmen, die du gerade genannt hast, bewegen sich im Bereich Digital-Marketing. Tatsächlich, das ist was ich halt gelernt habe. Aber ich finde halt auch andere Themen spannend und bin hier und da unterwegs und wenn ich gefragt werde, dann arbeite ich zum Beispiel auch als Beirat mit und gebe meinen, also natürlich nur gefragt, aber wenn gefragt, dann kann ich hier und da auch mal was raten oder besser aus eigener Erfahrung etwas schildern. Okay. Und du hast jetzt nach den Themen der Pandemie noch gefragt, also welche Learnings habe ich daraus gezogen? Ehrlicherweise sind die Learnings aus der Pandemie gar nicht nur so unternehmerisch gestrickt, sondern was ich glaube, was wir generell akzeptieren müssen, auch als Gesellschaft, egal ob jetzt als Arbeitsgesellschaft, politische Gesellschaft oder Gesellschaftsform, wie auch immer, dass wir mit Krisen generell lernen müssen, umzugehen. Ganz genau. Ja, also wir haben unterschiedlichste Krisen in den letzten Jahren erleben müssen. Die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, die Corona-Krise. Jetzt gibt es den Ukraine-Krieg, der im Prinzip ja nochmal im negativen Sinne die Krönung des Ganzen ist. Und die Klimakrise schreitet ja auch permanent weiter voran. Das heißt, wir müssen uns, egal ob als Unternehmen oder als Gesellschaft, darauf einstellen, mit Krisen und Stresssituationen umzugehen. Das ist so die allerklarste Erkenntnis und gerade auch beim Thema Corona, die Hoffnung nach einem ersten Lockdown, es ist weg, wenn die Impfung kommt, es ist weg, wenn der nächste Lockdown kommt, in der Kombination mit Impfung, dann ist es weg. Am Ende des Tages ist halt nicht weg. Wir müssen damit umgehen und genauso wie wir mit der Energiekrise, die jetzt aus dem Ukraine-Krieg ein Stück weit resultiert, auch umgehen müssen. Da werden wir auch eine gewisse Krisenresilienz aufbauen müssen und mit den Themen halt langfristig umgehen, weil all diese Themen, Corona ist dann ein ganz schreckliches Thema auch gewesen, ja, oder ist in Teilen immer noch, und der Krieg in der Ukraine, das ist ja der Wahnsinn, ganz schlimm, und deshalb werden wir da auch, es wird uns halt auch fordern, uns als Gesellschaft oder auch als einzelne Personen, wir werden gefordert von diesen Themen sehr stark. Darauf müssen wir uns einstellen, dass das auch künftig so sein wird. Okay, ja. So als Unternehmer, als Selbstständiger, da wissen sicherlich viele was darüber zu erzählen, ne? Dass das selten so dieses Gradlinige ist. Da fällt mir jetzt dieser Spruch ein, Ebbe und Gut ist es, Ebbe und Flut ist es Kaufmannsgut, so, ne? Man einfach lernen muss mit diesen, so keinen Tag gleich dem anderen, damit einfach lernen, so umzugehen. Und du jetzt als Medienexperte, so, ne, bist in der Digitalbranche da auch zu Hause,
Da war das ja so der Bereich, Stichwort so Homeoffice, wo viele Firmen sicherlich auch umswitchen mussten, lernen mussten. Das hat schon lange an die Haustür geklopft. So, man könnte ja mal umrüsten und so. Und auf einmal Ja. musste es so über Nacht quasi passieren. An welcher Stelle denkst du, stehen wir da kurzfristig, mittelfristig, was uns da noch abverlangt wird? Und wie gehst du mit welchem Gefühl gehst du daran, sowohl als Privatperson als auch als Unternehmer? Ja, also generell fand ich es sehr spannend zu sehen, dass unter dem Druck der Corona-Krise, gerade was das Thema Digitalisierung angeht, viele Sachen auf einmal möglich waren, die vorher nicht möglich waren. Ich glaube, dass uns das ein Stück weit zu denken geben sollte. Diese totale Fixierung auf Büroarbeitszeiten, die wir noch vor 2 Jahren hatten, dass das ein Stück weit aufhört. Ich bin manchmal tatsächlich ein bisschen erschrocken, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die mir dann erzählen, ja, nee, bei uns in der Firma, da ist es jetzt wieder so, wir müssen wieder 100% im Büro sein. Das irritiert mich sehr stark. Ich glaube, wir müssen halt daraus lernen. Wir haben ja gesehen, dass 2 Jahre lang hat Homeoffice funktioniert. Und jetzt sage ich den Leuten, ihr müsst wieder zu 100% ins Büro. Das ist ja ein klarer Misstrauensbeweis den Mitarbeitern gegenüber. Solche Fehler sollten wir meiner Meinung nach nicht machen. Also, das habe auch ich, aber natürlich als Unternehmer dazugelernt. Und auch ich, wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, funktioniert 100% Homeoffice, wäre ich wahrscheinlich schon auch ein Stück weit skeptisch gewesen, obwohl wir schon immer in Teilen mit Homeoffice gearbeitet haben. Aber jetzt haben wir im Prinzip in unseren Unternehmen über viele Monate durchgängig Homeoffice etabliert und es hat wirklich sehr, 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 sehr gut funktioniert. Wie wir letztendlich langfristig damit umgehen, wie wir eine Unternehmenskultur positiv gestalten können, auch wenn nicht alle Leute gleichzeitig im Büro sind. Versicherungsthemen, Arbeitsschutz, weiß der Geier, irgendwie, da gibt es ja gerade in Deutschland, wird da ja mal viel irgendwie auch vorgeschrieben, wie man das alles hinkriegt. Das muss man einfach mal schauen. Aber generell glaube ich, wir können auch positive Themen mitnehmen aus so einer Krise. Wir sind in der Lage, schnell und flexibel zu handeln. Also lass es uns doch auch machen und nicht erst, wenn uns wie in dem Fall die Natur die Pistole auf die Brust setzt, sondern vielleicht auch schon vorher. Und was wir auch gesehen haben, meiner Meinung nach, dass es gar nicht unbedingt immer nur die einzelnen radikalen Entscheidungen sind, die hilfreich sind. Also ich glaube, man muss immer über radikale Themen nachdenken, aber es braucht oft gar nicht unbedingt man muss nicht sich zwischen 100% Homeoffice und 100% Büro entscheiden. Man sollte einfach mal über 100% Homeoffice nachdenken und dann schaut man, was passt für die einzelne Company oder überhaupt den einzelnen Job auch in der Company. Auch bei vielen Corona-Maßnahmen war es ja so, dass sie im Kern sinnvoll waren, aber weil sie irgendwie so massiv durchgedrückt wurden, waren die Effekte vielleicht dann, haben die negativen Nebeneffekte, die positiven Effekte vielleicht sogar so ein Stück weit aufgefressen. Auch das sollten wir uns mal einfach mal angucken und versuchen, das sachlich zu bewerten und in Ruhe da durchzugehen. Was oft auch nur bedingt hilft, ist dieses, auch das haben wir in der Corona-Krise gesehen, das sehen wir auch bei vielen Klimathemen, die sozusagen die absolute Wahrheit. Wer hat die absolute Wahrheit? Es gibt wichtige und klare Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Wir müssen miteinander reden, wir müssen sie aufbereiten. Politik ist gefordert zu erklären. Aber die absolute Wahrheit gibt es wahrscheinlich auch an vielen Stellen nicht. Und vielleicht müssen wir auch akzeptieren, Dass es so ist. dass es so ist und auch, dass unsere politischen Führungskräfte im Zweifel auch nicht immer zu 100% wissen, was irgendwie in einem Monat, wie die Situation in einem Monat ist, sondern dass wir damit halt umgehen, dass wir mit einer gewissen Unsicherheit umgehen müssen, dass wir einfach aktiv sein müssen, aktiv die Situation möglichst gestalten und dann Schritt für Schritt uns durch Krisen durchbewegen.
Ja, klasse. Jetzt habe ich lange geredet zu deiner Nee, Frage. klasse. Ich höre dir richtig gerne zu und ganz viel wertvolle Impulse, so, wo auch jeder bei sich selbst mal ja, reflektieren darf. Ne, was macht denn sowas? Wie sieht es eigentlich bei mir aus? Was macht das gerade mit mir? Wo stehe ich und wo will ich hin? Und ja, da gibst du, finde ich, sehr wertvolle Impulse, da mal sich den Spiegel vorzuhalten. Also vielen, vielen Dank, dass du da auch so offen bist und uns hinter die Kulissen auch schauen lässt. Darf ich an dieser Stelle nochmal fragen, was die Publisher Business Conference ist? Du hattest es auch an ein, zwei Stellen nochmal ja, angerissen in dem Gespräch, aber da bist du ja auch der Veranstalter. Es ist auch digital. Du sagst, dass da auch einige Schnittstellen zu deinem Podcast hin und wieder gegeben sind. Magst du uns da vielleicht nochmal was drüber erzählen? Was ist das genau und was machst du da? Ja, also die Publisher Business Conference ist ein Projekt, was ich vor einigen Jahren gestartet habe und was leider Gottes tatsächlich jetzt unter Corona und den Corona-Bedingungen sehr stark gelitten hat, sodass wir jetzt im dritten Jahr in Folge auch die Konferenz nicht stattfinden lassen können, leider. Wir hoffen, dass wir es im nächsten Jahr wieder realisieren können. Aber in den Jahren vor Corona ging es darum, Medienunternehmen einfach nochmal die Möglichkeit zu geben, entweder wenn sie selbst erfolgreich waren, sich auf die Bühne zu stellen und Erfolgscases zu zeigen oder auch ja, als Gast vorbeizukommen und sich anzuschauen, wie machen es die Kollegen in der Branche eigentlich, wie ist man da unterwegs, wie kann man mit den Themen, die die Digitalisierung so mit sich bringt, umgehen, weil es gibt ja schon die eine oder andere Industrie, ja, eigentlich alle Industriezweige sind in irgendeiner Form von Digitalisierungsthemen erfasst. Aber die Medienindustrie, die steht ja quasi im Zentrum des Sturms seit vielen Jahren. Und ich halte halt Medien durchaus nicht nur als, ich sag mal so, Konsument für Entertainment-Produkte für sehr wichtig, sondern ich glaube sehr stark daran, dass es einen gut funktionierenden Journalismus geben muss, weil der ist halt die vierte Gewalt im Staat und ist halt für unsere Demokratie sehr wichtig. Und wenn wir nicht nur ein öffentlich-rechtlich finanziertes System wollen, was sehr, sehr wichtig ist für unsere, ich sag mal, deutsche Demokratie hier, sondern wenn wir auch zusätzlich noch privatwirtschaftliche Medien haben möchten, die erfolgreich Journalismus finanzieren können, Ja. dann müssen diese Medien auch in der Lage sein, Geld zu verdienen. Ja. Und erst wenn man das hat, hat man dieses duale System, dass man sowohl öffentlich-rechtliche Medien hat, die über Gebührengelder finanziert werden, als auch privatwirtschaftliche Medien, die sich über den Verkauf von Content, über Werbung etc. Letztendlich finanzieren. Und die beiden Spieler sozusagen zusammen ergeben in meiner Welt ein sehr, sehr wichtiges, ja, ein sehr, sehr wichtige, wie nennt man es noch? Ein Medienuniversum. Ja. Und ja, an der Stelle habe ich halt also ist ein bisschen hochtrabend, ich habe halt einfach gesagt, Mensch, ich höre so viel Gejammere, Google und Facebook nehmen uns die Umsätze weg und wir wissen gar nicht, was wir machen wollen. Und deshalb habe ich Leute auf die Bühne gestellt, die erklärt haben, wie sie es in ihrem Medienunternehmen machen. Ich habe Dienstleister oder Dienstleistern die Möglichkeit gegeben, auf der Bühne zu zeigen, wie sie Medienunternehmen helfen, besser, schneller, anders, wie auch immer, Geld zu verdienen. Und das ist prinzipiell gut angekommen. Ja, und dann haben wir, ich glaube, wir hatten die letzte Veranstaltung vor Corona, hatten wir so gut 800 Entscheider aus der Medienindustrie, die sich hier in Hamburg getroffen haben und all diese Themen diskutiert haben. Das hat mir als Veranstalter Spaß gemacht und hat jetzt im Nachgang betrachtet auch durchaus auch dem Netzwerk, dem persönlichen, gut getan. Ja, toll. Da, ich glaube auch, also bei mich hat es jetzt auch sehr getriggert. Ich bin auch
in diesem Medienbereich mit meinen Good News, Pure and Positive unterwegs. Von daher finde ich das ganz, ganz klasse. Ich erkenne ja jeden Tag auch, wie wichtig es da ist. Von daher werden wir da auch gerne ein paar nähere Infos hier noch verlinken oder da noch mit reinstellen, wenn man darüber mehr erfahren möchte, auch sich mit dir verlinken möchte, wenn du sagst, dass es wieder stattfindet. Dann werden wir die hier gerne auf dem oder die Leser, Hörer gerne auf dem Laufenden halten. Finde ich sehr, sehr wichtig. Also danke persönlich an dich auch an dieser Stelle. Nochmal zum Abschluss den Bogen gerne gespannt zu deinem Podcast. Wenn du die Gäste dir so aussuchst, bevor du die anschreibst, machst du das davon abhängig, welche Themen dich persönlich triggern, so aktuell? Sei es jetzt Beispiel Bildungspolitik oder Kriegsgeschehen oder du hattest jetzt eben das Sondervermögen, Stichwort Bundeswehr und sowas angesprochen. Bist du da am Markt unterwegs, dass du guckst, also diese Stimmung einfängst, was ist jetzt gefragt? Oder schaust du da sehr bei dir selber, was dich interessiert, was du dann transferierst auf deine Hörer, was für die spannend sein könnte? Also ich bin selbst, würde ich mal behaupten, relativ breit interessiert, was so politisch und wirtschaftliche Themen angeht. Sport finde ich auch spannend. Ab und zu ist im Podcast auch mal Sport aufgetaucht in den letzten beiden Jahren. Aber prinzipiell versuche ich mir natürlich schon, einen Überblick zu verschaffen, welche Themen die Menschen aktuell bewegen. Und ich versuche gleichzeitig aber auch Themen zu finden, die so ein Stück weit auch Evergreens sind, die man dann immer noch mal mit dazwischen streuen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt zwei Folgen mit dem Professor Sandschneider aufgenommen. Der Experte ist zum Thema China. Und mal von kurzfristig politischen Beziehungen abgesehen, ist China halt ja ein sehr, sehr wichtiger Player auf dem Weltmarkt, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Und deshalb war mir wichtig, das auch mal ein bisschen intensiver zu beleuchten. Wie funktioniert China? Wie ist da das politische System? Wie wird Erfolg in China definiert, etc.? Und das war jetzt nicht abhängig davon vom aktuellen Tagesgeschehen. Ich versuche auch jetzt wir sind ja kein Nachrichtenpodcast oder so, sondern so das ganz, ganz, ganz Tagesaktuelle machen wir nicht. Aber wir versuchen schon die Themen zu besprechen, die aktuell diskutiert werden. So würde ich es mal formulieren. Ja, klasse. Und du sagst ja auch, dass dein Podcast unterhaltsame Gespräche und Interviews beinhaltet, so News und Fakten, die natürlich und ohne den Humor zu verlieren erläutern, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Kannst du mal in 2, 3 Sätzen sagen, wie aus deiner Sicht die Gesellschaft funktioniert? Das ist eine ganz große Frage, ja. Wie funktioniert unsere Gesellschaft? Also was tatsächlich mir nochmal wieder viel, so, ich habe es gewusst, ja, so wie wir alle es ja wissen, aber ich empfinde es noch viel stärker in den letzten 2 Jahren, dass wir sind ja so eine Mediendemokratie. Ja, also wer in den Medien gut ankommt, der bekommt auch mehr Wählerstimmen. Das ist mir noch mal deutlicher bewusst geworden. Auch, ja, auch Gerd Schröder hat ja schon vor vielen Jahren gesagt, er braucht nur Bildbams und Glotze zum Regieren. Ja, das ist schon, glaube ich, schon irgendwie gute 20 Jahre her. Aber trotzdem ist, wenn ich da in dem Feld unterwegs bin, da ist es mir einfach noch mal ein bisschen stärker bewusst geworden, wie wichtig Medien und oder das Zusammenspiel zwischen Medien und Politik, wie wichtig das ist. Dann glaube ich auch, was total wichtig ist, dass Politiker und Politikerinnen eine gewisse Rückkopplung bekommen, wie ihre Entscheidungen letztendlich bei uns allen ankommen, wie unsere Wahrnehmung ist von all dem. Und da geht es mir gar nicht so sehr darum,
dass jetzt gesagt wird, Mensch, irgendwie, man muss auf die Straße gehen oder so, dass irgendwie das Demonstrationsrecht ist ein sehr, sehr wichtiges und ja auch eine Säule der Demokratie. Aber es geht gar nicht unbedingt nur darum, sondern ich glaube, mir ist noch auch klar geworden, dass so dieser, dass so ein Austausch zwischen Politikern und Bürgern, sei es jetzt 1:1 oder in welcher Form auch immer, über soziale Medien und so, dass das halt durchaus wichtig ist, damit auch die ja durchaus hart arbeitenden Politiker, die an vielen Stellen wirklich hart arbeiten, viel Zeit investieren, viel Engagement, auch viel Herzblut investieren, dass die auch eine Rückmeldung bekommen, wie kommt das, was sie da tun, eigentlich bei den Leuten an. Das ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass da vielleicht sogar auch Defizite gibt, dass vielen Politikern vielleicht gar nicht so ganz bewusst ist, wie wichtig sie selbst auch sind für die Demokratie. Ja, weil wenn, egal wie engagiert und wie gut ich arbeite als Politiker oder Politikerin, wenn ich in den Augen der Leute in Anführungsstrichen, ja, also von uns allen, wenn ich da keinen guten Job mache, dann färbt das auch immer so ein Stück weit ab auf unser Gesellschaftssystem. Ja? Deshalb ist es halt total wichtig, dass es da eine Kommunikation gibt zwischen politischer Klasse und den Bürgern, dass es dann einen Austausch gibt und auch möglichst auch eine gegenseitige Wertschätzung an der Stelle. Ja. Und gegenseitige Wertschätzung und Respekt ist das, was ich glaube, was irgendwie ein Fundament ist dafür, wenn wir gemeinsam erfolgreich in die Zukunft gehen wollen. Super, wenn das Zusammenleben funktionieren soll, fruchtbar sein soll. Was für ein toller Abschluss, Michael. Vielen, vielen Dank für alles. Ja, ich hab zu danken. Ich würde dir gerne zur Abrundung nochmal das Abschlusswort so übergeben. Vielleicht auch nochmal so mit ein, zwei Sätzen. Was wünschst du dir für deine Zukunft? Wie wird es bei dir weitergehen? Was denkst du, kommt auch noch politisch auf uns zu? Wie wirst du das so ein bisschen abfrühstücken in deinem Podcast? Ich würde dir gerne nochmal ein paar Sätzen, die Abschlussminute übergeben. Ja, dann versuche ich mal würdig zu antworten. Wie gesagt, ich glaube schon, dass wir prinzipiell mit Krisen auch künftig werden umgehen müssen. Und ich persönlich wünsche mir, dass wir positiv mit den Themen umgehen und dass wir halt gestalten, ja, also dass wir aktiv sind. Das benötigen wir in unserer Gesellschaft, im Kleinen wie im Großen. Wir sollten uns nicht ausbremsen lassen von bürokratischen Hürden und irgendwie diesem Ja-Aber. Ja, Ja-Aber ist halt immer schwierig. Also ich wünsche mir einen aktiv gestaltenden Umgang mit den Krisen, mit denen wir aktuell zu tun haben und mit denen, die ganz sicher auf uns zukommen werden. Und ein wichtiger Punkt ist halt, was ich auch gelernt habe, it's never too late. Ja, also so oft hören wir, dass man sagt, ja, hätte ich damals mal dieses oder jenes gemacht. Ja, es nutzt halt nichts, irgendwie ist halt vergossene Milch, darüber muss man nicht trauern, dann muss man halt jetzt starten. Ja. Und wenn man nicht die Chance von vor 3 Jahren beim Schopf greift, dann greift man jetzt eine andere Chance beim Schopf. Aber einfach mal machen. Machen, da kann ich jetzt das Tüpfelchen noch aufs i setzen, aber jetzt hast du es mir vorweggenommen, einfach mal machen. Da haben wir dann den Kreis geschlossen zu deinen einleitenden Worten. Michael, vielen, 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 vielen Dank. Ganz, ganz wertvoll und du hast uns da toll mitgenommen und einen tollen Einblick erteilt. Wie gesagt, wir packen alles in die Shownotes. Wer mehr über dich, über deine Arbeit, über deinen Podcast erfahren möchte, direkt hier verlinkt. Vielen, vielen Dank für dein Sein, für dein Wirken, für deine Zeit, dass wir hierüber verbunden sind, dass du das mit uns geteilt hast. Und dann
weiterhin viel Mut, tolle Gäste und lass dir das nicht nehmen, dieses einfach mal machen. Von Herzen vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Bei so viel positivem Feedback werde ich ja ganz rot. vielen Dank für das Interesse an meinen Themen oder an unseren Themen. Sehr wertvoll. Und wichtiger Punkt vielleicht auch, gerade weil ich so viel positives Feedback gerade bekommen habe von dir, die allermeisten Themen, die ich mache, mache ich natürlich nicht alleine. Ja? Also ich habe da an vielen Stellen unter Unterstützung. Und sei es beim Podcast, wo Eva und Sophie mich sehr stark unterstützen oder auch bei vielen anderen Themen. Deshalb, da kann ich dann eher Danke sagen an Kolleginnen und Kollegen im Team. Die dann, auf dass sie sich einbezogen fühlen und dann an dieser Stelle auch Danke an Sie. Alles klar. Alles Gute. Macht's gut. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Danke. Tschüss.